So, hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ich bin's wieder, euer Odo. Zu meinem 36., 35. Let's Play, keine Ahnung. Wir haben den 6. Dezember, Nikolaustag. Ich hoffe, ihr wart alle brav, sonst kriegt ihr nur Kohlen. Unser Krieg gemeinsam mit Frankreich und Russland läuft relativ gut. Also Deutschland wird da gerade auseinandergenommen, zumindest von uns und von Frankreich. Russland ist da vielleicht nicht ganz so gut darin. Wir haben gerade gesehen, da kommen 42.000 deutsche Soldaten auf 30.000 österreichische zu, aber wir haben da noch relativ viel Verstärkung in der Hinterhand. Das heißt, wir können sie empfangen. Was hat denn der für eine Dings? Also, der ist ja gut in der Verteidigung. Ja, plus 3 Verteidigung, schau an. Da trifft es einmal den richtigen. Ja, da sind sie. Schlacht von Pritzwalk. Also haben wir beide 3, weil er greift übers Wasser an. Und er hat hauptsächlich Bauerntruppen da drinnen. Aber eine Kavallerie und einen Pionier hat er auch dabei. Wir kommen mit gescheiten Truppen nach. Das heißt, im Endeffekt sollten wir... So, die warten noch ein wenig. Ah, die gehen mal nach Pritzwalk auch. Können auch in Pritzwalk noch warten auf ihren Einsatz. So, ne? Schaut die Schlacht gleich viel besser aus. Hahaha. Nimm das. Dann geht da noch mal Strelitz. Wir werden das folgendermaßen machen. Wir werden ihm da den Weg abschneiden, dass er nicht gescheit fliehen kann. Gut, da haben wir auch gewonnen. Nach Skoda. Ah ja, stimmt. Außerdem wollten wir von denen einen Militärzugang. Das heißt, sie werden nicht akzeptieren. Vorhin war es noch bei minus 4%. Wieso ist es jetzt bei minus 22, nachdem ich euch was bezahlt habe? Ach Gott. Ist jetzt Widerstand. Beziehungen zu Großbritannien verbessern. Das hätten wir von Anfang an machen sollen. Echt ärgerlich. Ja, also da im Heimatland, glaube ich, kann uns das Osmanische Reich genau nichts mehr entgegensetzen. Da bei den Kolonien natürlich schon. Wir leben da noch mit 4000 Mann. Ich würde fast sagen, also mit 4 Truppen so, ich würde fast sagen, die bringe ich zurück in den Oman. Dort sollen sie einfach stehen bleiben, falls irgendwelche Revolutionen sind. Ah, sehr gut. Frankreich hat da begonnen. Osmanische Truppen aufzureiben. So, in Neustrelitz haben wir da einen Weg abgeschnitten mal als erstes. Und diese Schlacht scheinen wir auch zu gewinnen. In Pritzwalk. Er hat um einiges mehr verloren als wir. Sehr gut. Um 10.000 Mann mehr sogar. Das bedeutet, wir werden hier im Nachrennen mit dem hier. Dem hier, während die 17.000 da bleiben, die Neustrelitzer werden daher gehen. Gut, hatten wir das. Oh, das ist schon fast eine Armee. Was steht hier? Krieg zwischen Frankreich und Skandinavien. Das hätten wir fast nicht bemerkt.
Irgendwelche Truppen, irgendwelches diplomatisches Zeug. Apropos diplomatisches Zeug, schauen wir mal, wie das da schon ausschaut. Wir können da die Briten ausweisen. Oder Meinung senken zumindest. Dann gehört uns Portugal fast schon vollkommen selber. Peru, Kolumbien. Kolumbien. Senken wir die Meinung von Frankreich. Und schon interessiert Kolumbien niemanden mehr, nachdem wir den Panama-Kanal gebaut haben. Ach weh, unsere Verbündeten sind so unfähig, das ist unglaublich. Ich hoffe, wir schaffen einen Separatfrieden. Wenn wir einen Separatfrieden schaffen würden, ich überlege gerade, vielleicht funktioniert das wirklich, ein Separatfrieden mit Skandinavien, nur in Bosnien. Immerhin haben wir relativ groß... Wieder recht große Gewinne gemacht in dem Krieg. Um genau zu sein, sind glaube ich wir die einzigen, die Gewinne gemacht haben in dem Krieg. Die Belagerung von Farafara haben wir verloren. Ist okay. Dafür haben wir die Belagerung von Vidin gewonnen. Das ist auch okay. Gehen wir weiter nach Sofia. Und in Schwerin sind wir auch. Und in Sofia sind wir. Und hier haben wir einen Kampf. Nein, gib bitte, das ist aber nicht wirklich Ihr Ernst. Echt jetzt? Einen weißen Frieden, obwohl wir schon bei 60% oder so waren, Frankreich? Wirklich? Das ist hoffentlich... Das ist ja ernst. Das war vollkommen hirnrissig, dieser Krieg. Wir haben ihn gewonnen, Frankreich. Bist du wahnsinnig? Wie kannst du auf Frieden gehen? Oh, der Computer ist so dumm. Wir haben schon halb Deutschland erobert gehabt. Er hatte keine Truppen mehr. Ich habe schon halb... Die Osmanen habe ich auch schon erobert gehabt, alles. Wieso einen weißen Frieden außerdem? Wir haben gefordert, dass Bulgarien frei wird. Was ist mit den armen Bulgaren? Was ist mit Bosnien, das ich erobern wollte? Die armen Bulgaren, Frankreich, sie werden euch hassen für immer und ewig. So, und ich habe jetzt kein Bündnis mehr mit einer Großmacht, weil ich für diesen dummen Krieg das Bündnis mit Skandinavien gebrochen habe. Toll. Deutschland ist nur noch 8er in der Wertung. Haben sie verdient. Vielleicht werden sie von Bayern überholt. Ich hoffe nicht. Na, die erholen sich ja schneller, als man denkt. Ach, weh. Ich habe Truppen verloren in diesem blöden Krieg. Ich hoffe, ihr seid stolz. Sind sie sicher? Das ist unfassbar. Ja, das ist einer der Nachteile, die man hat, wenn man den Computer als Anführer in einem Krieg hat. Wir dürfen da gar nicht durchgehen. Wieso gehst du da durch? Ich muss gleich wieder stehen bleiben. Fünfte Armee geht nach Lemberg.
zweite Armee geht nach Budapest. Sechste Armee geht nach Breslau. Erste Armee geht nach Wien. Und die dritte Armee geht nach Oppeln. Wahrscheinlich, weil die Russen da verloren haben im Krieg. Wir haben unsere Infamie gesteigert. Nur weil der Krieg so gut gelaufen ist. Das werde ich Frankreich nie vergessen. Kein Bündnis mehr mit Frankreich, lieber mit Deutschland. Der Krieg hat uns politisch isoliert, uns überhaupt nichts gebracht, hat uns nur Verluste gebracht. Das ist unglaublich. Bin auf 70% mal zurück. Die Schiffe schicken wir auch wieder nach Hause zum Ausheilen ihrer Wunden. Meine Militanz ist auch gestiegen. Sehr gut. Unglaublich. Die Militanz ist so stark gestiegen, dass er sogar wieder, naja gut, also irgendwas Gutes hatte der Krieg doch. Wir können eine neue, wir könnten das gute Schulsystem einführen. Aber akzeptable Hilfe. Mehr Bevölkerungswachstum oder mehr Lesen und Schreiben? Ja, als alter Lehrer bin ich für mehr Lesen und Schreiben. Alles andere kommt von selbst. Na gut, aber wenn wir jetzt noch die Reaktionären haben, könnten wir uns gleich einmal um unsere Fabriken kümmern. Oder für Projekte. Okay, Eisenbahn, die bauen sie eh von alleine. Alföld. Haben wir gesagt, da könnten wir eine Stofffabrik noch bauen, damit diese beiden Fabriken Sinn machen. Machen wir noch eine Stofffabrik rein. In Alföld. Böhmen. Wo ist unsere Stahlfabrik in Böhmen? Wir brauchen eine Stahlfabrik in Böhmen. Ist das Dünger? Können wir Sprengstoffe dann auch bauen? Und Dalmatien ist eh gut versorgt. Istrien ebenfalls. Das sind lauter Gebiete, wo wir sagen können, ist uns egal, wobei Istrien, da haben wir das aus, doch glatt. Kroatien ist versorgt, Kärnten ist versorgt. Was ist das? Eine Betonfabrik. Wer weiß, vielleicht bauen wir es noch irgendwann einmal. Lombardei ist relativ gut versorgt. Das passt schon. Mähren auch. Ostgalizien. Wenn man den Computer bauen lässt, dann baut er so seltsame Sachen wie Möbelfabriken in ein Gebiet, wo es nur Kohle gibt. Naja, wurscht. Wird schon nicht eingehen. Ja, die sind relativ gut da. Und hier Schnaps. Ost-Siebenbürgen ist versorgt. Schlesien. Ja, das ist gut, dass sie die zugemacht haben. Das ist absolut sinnlos, diese Fabrik.
Munition könnte man dort noch bauen, wenn wir da schon Waffen haben. Stahl wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber Munition ist nicht schlecht. Munition brauchen wir da und da. Brauchen wir Munitionsfabrik rein. Na, wieso ist die Papierfabrik zu? Ich liebe Papierfabriken. Brauchen wir zum Lernen, zum Lesen und Schreiben und was weiß nicht, was alles. Slowakei, wieso haben die ein Sägewerk? Sägewerke sind so sinn. Ach so, wobei andererseits, das kann ja mal so schlimm, weil wir haben eine Möbelfabrik auch. So gesehen passt das schon. Auf jeden Fall, wenn man die raushauen, diese Fabrik. Was ist das? Beton oder Dünger? Beton. Na, passt eigentlich soweit. Oh, noch ein bisschen mehr Beton. So viel wie wir bauen, brauchen wir mehr Beton. Slowenien, nein, du machst das wieder auf, weil dann funktioniert die besser. Südtirol ist eines von diesen Gebieten, um das wir uns nicht kümmern müssen. Tirol eigentlich genauso, da leben so wenig Leute. Bis die eine ansehnliche Industrie haben, ist das Spiel zu Ende. Transdanubien hingegen. Machen wir mehr Schnaps. Venedig. Könntest du das bitte wieder aufmachen? Und wo ist eure Luxuskleiderfabrik? Das ist eines der wenigen Gebiete auf der Welt, wo wir Seide herstellen. Wir brauchen Luxuskleider hin bei euch. West-Siebenbürgen existiert. Zentralungarn ebenfalls. Mehr Glas. Österreich. Das ist mehr so ein Dings, das ist mehr so ein mehr Recht als schlecht Sache. Die Stahlfabrik lassen wir wieder an. Vielleicht sollten wir, nachdem wir hier ja die zwei Sachen haben, noch Glas reinbauen. Eine Glasfabrik, eine Glashütte, so. Moldau ebenfalls. Panama, na gut, wie viele Leute arbeiten dort? 33, gut. Dass man für die überhaupt eine Fabrik aufgebaut haben, ist sowieso ein wenig irritierend. Und Westgalizien läuft auch soweit gut. Gut. Ein General dazu. Werden wir Wunden lecken ein wenig. Wäre es ein großer Krieg, hätten wir ihn so lange führen müssen, bis einer aufgegeben hätte. Aber nein, nein. Angst in Südafrika, die hätte ich auch. Auf jeden Fall müssten wir eigentlich weiter kolonialisieren können. Machen wir Uganda. Und dann als letztes den großen afrikanischen Grabenbruch und dann haben wir ganz Afrika kolonialisiert, ganz Afrika in der Hand von irgendwelchen Kolonialmächten. Na, stimmt nicht. Äthiopien und Sokoto sind keine Kolonialmächte. Und ich glaube, ja, da ist sogar noch ein Stück Marokko und Algerien. Und hier haben wir noch Liberia. Haben wir die Zulus noch? Nein. Oranje und Transvaal sind ja eigentlich auch europäische Staaten. Madagaskar ist aber als Staat noch erhalten. Schon. Das ist interessant. Normalerweise werden die von Frankreich annektiert. Da gibt es irgendein Ereignis für Frankreich, dass sie die annektieren dürfen können. Naja, wir werden jetzt keine Kriege führen. Unsere Infamie ist so groß. Außer wir kriegen irgendeinen schönen Kriegsgrund gegen jemanden. Aber ich fürchte, das wird nicht passieren. Mexiko hat die Beziehungen zu uns verbessert. Echt jetzt? Ich finde das nicht richtig.
Okay. Mal halt hin. So, ihr fahrt wieder nach Oman. In den Oman, so. Ah, jetzt darfst du durch? Wieso hat er vorher nicht durchgekonnt? Jetzt sind sogar auf minus 71. Schauen. Ja, jetzt gehen sie natürlich kein Bündnis mehr mit uns ein. Na super, das habe ich echt klug gemacht. Und ich Skandinavien wieder in den Plusbereich kriegen, damit sie wieder verbündet sind mit mir. Damit sie sich wieder mit mir verbünden. Das war. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Skandinavien unterstützt, Frankreich. Ich hoffe, dir ist das klar. Das nächste Mal mache ich das. Nur weil ich unbedingt einen Krieg gegen die Osmanen führen wollte. Naja, selber schuld. Ich hätte einfach meinen Verbündeten helfen sollen. In der Krise. Vielleicht hatte Frankreich aber auch natürlich die Angst, dass ich einen Separatfrieden schließe. Nehmen wir mal an, Frankreich wird nicht so gut gegangen sein im Krieg. Naja, wobei, stimmt das überhaupt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil immerhin hatten sie schon einen Teil von Deutschland besetzt. Was soll's. Es ist müßig, sich darüber nachzudenken. Wenn sie wenigstens geschafft hätten, dass sie Bulgarien befreien, dann hätten wir wenigstens irgendwas gehabt. Was? Ein kroatischer Aufstand? Wir werden sie hier bekämpfen. Treibt sie auseinander. Das erhöht die Militanz. Das senkt die Bevölkerung in Varaždin. Warum sollte ich das erste nehmen? Na okay, es sind dann weniger Leute. Na, wir treiben sie auseinander. Wir sind ja nicht doof. Wir wollen viele Leute haben, die in den Fabriken und in unseren Armeen dienen. Mhm. Auch wenn es ein bisschen riskant ist, sie in unserer Armee dienen zu lassen. Du gehst nach Lemberg. Ich habe es mir doch gedacht, dass du nicht durch Krakau durch darfst. Dürfen wir durch? Nein. Ja, jetzt haben sie. Es geht alles den Bach runter. Ich bin so verärgert. Das ist so. Wird sie mit mir Bündnis machen? Nein, ihr seid mit Deutschland verbündet. Toll. Ich hasse euch alle. Das Spiel ist gemein zu mir. Naja, was soll's. Immerhin, wir haben jetzt Schnellboote. Wir sind in Lemberg und in Muscat. So, apropos Muscat. Ihr fahrt wieder zurück nach Senj. Und ihr geht es wieder nach Venedig oder Triest. Wo ist denn der Sammelpunkt? Triest oder Venedig? Triest. Gut, ihr geht es nach Triest. Man darf sich einfach nicht auf seine Verbündeten verlassen. Aber immerhin haben wir Deutschland wieder mal einen festen Schlag auf die Nase versetzt. Egal was wir machen, Hauptsache Deutschland kriegt eine auf die Nase. Wobei, was heißt eine auf die Nase kriegen? Die haben den Krieg gewonnen eigentlich. Immerhin haben sie viele Truppen verloren. Mehr als wir. Und viele Bauern. Wir könnten uns das mal anschauen. Schauen wir mal. Wie viele Leute haben wir denn?
Gesamtbevölkerung. Na, immerhin, wir sind schon auf Platz 4. Hey, wir haben schon mehr Leute als Russland. Schau an. 78 Millionen. Nicht schlecht. Wenn wir so weitermachen. Wo ist denn Deutschland? 17,5 Millionen. Mich wundert es, dass sie mit dieser geringen Anzahl an Bevölkerung trotzdem noch so ein riesiges Heer aufstellen können. Naja, das macht die Technologie, dadurch steigt der Mobilisierungsgrad. Und wenn sie mehr in Soldaten investiert haben als wir, dann haben sie natürlich auch mehr Bevölkerungsgruppen, Soldaten. Naja. Immerhin, wir haben das sechstgrößte Heer. Oder das sechststärkste Heer, sagen wir es mal so. Und wir werden weiter stärker. Wir können immerhin schon 107 Regimente erhalten. Schauen wir mal. Gehen wir mal die einzelnen Armeen durch. Da haben wir zwei, die gehörten ausgetauscht. Wo steht der? Wo ist die zweite Armee? In Budapest. Die hauen wir mal raus. Das machen wir dann gleich als nächstes, nachdem die Györ-Armee vollkommen ausgerüstet ist. Das sollte nicht mehr so lange dauern. Verstehe. So, da haben wir auch ein paar Leute, die ersetzt werden müssen. Das machen wir später dann. Da ebenfalls. Da auch. Und da auch. Na, no, na. Na gut. Das machen wir dann. Das machen wir vielleicht in der Pause zwischen den Let's Plays. Das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Jetzt lassen wir uns mal. Jetzt schauen wir mal, dass die Zeit weiterläuft, damit wir wieder ein bisschen an Zeit gewinnen. Wir haben 1881 noch immer. Dieses Jahr hat sehr lange gedauert. So ein Krieg ist sehr zeitraubend. Aber wir haben das Jahr 1882. Vielleicht bringt es positive Entwicklungen. Schauen wir mal. Oh, unsere Militanz ist auf 1,5 runter. Wie das? War das mit dem Bindungssystem so gut? Aber sie steigt die rapide und schnell an, das ist unglaublich. Naja, okay. Schauen wir mal, Konflikte haben wir derzeit keine, außer hier. Schauen wir mal, wir könnten es schaffen, erneut in so einen dummen Konflikt hineingezogen zu werden. Gut, das bedeutet, wir kolonialisieren das letzte Fleckchen Afrika und das ist ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um aus dem Spiel auszusteigen. Ja, ich hoffe, diese französischen Armeen verhungern hier alle. Achso, nein, die kommen dann nach Südafrika runter. Die Briten sind überhaupt nicht in Afrika oder praktisch nicht in Afrika vertreten. Das macht mich total narrisch. Die sind auch nicht größer als Belgisch-Afrika da. Unglaublich. Was haben die gemacht, das ganze Spiel über? Großbritannien ist so unfähig in dem Spiel. Na, immerhin. Sie führen nicht allzu viel Krieg mit uns. Gut, die sind jetzt auch voll. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Ja, und wenn heute Abend zu euch der Nikolaus kommt, oder heute in der Früh zu euch der Nikolaus gekommen ist, dann lasst ihn schön von mir grüßen. Bis dann.